Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Ja, ich bin jetzt gerade schon ein Weilchen am Spielen und muss feststellen, dass ich vergessen habe, die Aufnahmetaste zu drücken. Wir haben Rechnungen gekriegt von über 2000 Simoleons. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Geld verdienen. Deswegen muss Carla gerade ein bisschen malen. Carla Maria haben wir gerade aufs Töpfchen geschickt. Haus ist auch sauber, die Haushaltshilfe war da. Und, was macht der Karl? Achso, der will mit Aini spielen, okay. Was lernst du? Fantasiefähigkeit, okay. Das passt. Der Karl hat aber, glaube ich, auch noch so ein Tablet, ne? Das können wir vielleicht für die Carla jetzt gerade mal rauslegen. Dann kann sie dann nämlich noch ein bisschen spielen. Und der Karl kriegt langsam Hunger. Hoppla. Das war die falsche Taste. So, wenn du fertig bist mit Töpfchen, kannst du ja auch noch ein bisschen Shimshape spielen. Oder auch mit Lama malen. Traurig wegen Töpfchenunfall. Das tut mir ja leid. Du wirst langsam müde, kriegst ein bisschen Hunger. Mehr Auswahl öffnen. Dann machen wir vielleicht mal das frittierte Gemüse hier raus. Dann kannst du hier mal was essen. So, und du kannst dir auch mal eine Portion nehmen. Du kriegst nämlich auch langsam Hunger. Wie sieht das bei dir aus? Schaden tut's auch nicht, wenn du dir auch ein Gericht nimmst. So, dann sind die drei nämlich unterwegs. So, was machst du wieder vor? Lass das mit dem Absetzen. Da kommt eh meist ein Unfug bei raus. So, das darfst du an Sammler verkaufen. Und dann, glaube ich, ein Gemälde ist noch drin. So, mal du mal Landschaftsgemälde. Dass wir hier ein bisschen Simoleons reinkriegen, ne? Weil ich möchte ungern was verkaufen müssen. So, die drei Kiddies, hast du gegessen? Achso, du bist dabei, okay. Du bist auch dabei. Hey Carla, jetzt hast du heute Abend kann ich leider nicht. Wo bist du hingegangen? Ach, du gehst hoch, okay. Und du schläfst. Hast du dir was zu essen geholt? Nein, hast du natürlich nicht. Du solltest... Ach so, das ist nichts mehr da. Kriegen wir hin? Kannst schon mal hier runterkommen? Nee, du nicht. Du nicht, du sollst weiter malen. Du kannst hier runterkommen. Frittiertes Gemüse essen. Da ist aber keines im Inventar und hier ist keines mehr. So, dann machen wir gerade mal mehr Auswahl öffnen. Du kriegst da die Mandelmakronen. Die kann der Karl dann essen. So, Mandelmakrone essen. Ist auch gut. Was macht dein Essen? Okay, du bist satt. Du hast fertig gemalt. Verkaufen. Wago Fruge. So, wir sind wieder ein Ein-Sterne-Promi. Mal du mal ein impressionistisches Gemälde.
So, du gehst mit dem Puppenhaus spielen, das ist gut. Energie geht langsam runter. Du könntest auch schlafen bald. Du musst schlafen. Leg dich mal hier hin, meine Liebe. Hast du dich nach draußen gelegt? Was machst du? Hast du fertig gegessen? Du hast aber noch Hunger. Ich gucke mal in sein Inventar, ob das weg ist. Tatsächlich. Gut, dann kriegst du noch mehr Essen. Öffnen. So, dann nimm das noch. Ein Gericht nehmen. Albtraum gehabt. Okay. Du spielst noch. Du legst dich ins Bett. Du malst gerade noch. Du kriegst auch langsam Hunger. Die können wir eigentlich gerade mal wegräumen. So, das können wir wieder da reintun. Dann darfst du das Bild gleich noch verkaufen. So, du könntest dann eigentlich auch pennen gehen. Bei dir ist alles okay. Du solltest danach noch aufs Klo, wenn du das fertig gegessen hast. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, und sie kann dann noch was essen und dann auch ins Bett gehen, bis der Papa kommt. Ein Meisterwerk, Halleluja! Sehr schön, das verkaufen wir aber. So, jetzt darfst du dir noch was zu essen holen. Mehr Auswahl, mehr Auswahl. So. Ein Gericht nehmen. Du bist traurig wegen Albtraum. Du kannst jetzt aber oben aufs Töpfchen gehen. Bitte, weil unten... Unten ist ein bisschen Töpfchenunfall passiert. Du kannst noch nicht schlafen. Dauert noch 39 Minuten. Okay, bis du Töpfchen fertig hast. Sollte das klar gehen. So. Wäsche ist noch dreckig. Ja, hat einfach eben die Aufnahme entweder nicht gestartet oder ich habe es komplett vergessen, sie zu starten. Beides möglich. Beibringen, säubern darfst du dann noch. Dass wir es da unten zumindest ein bisschen sauber haben. So, und 1800 Simoleons haben wir, wenn jetzt dann der Papa noch heimkommt. Und, die darfst du nachher auch noch wegräumen, meine Liebe. Wenn der Papa dann gleich noch heimkommt, dann, haben wir, denke ich, genug Geld. So, du kannst dann auch schlafen gehen. Danach, du bist noch auf dem Töpfchen. Solltest jetzt aber wieder schlafen können, ne? Wütend, weil niedrige Energie. Schlafen. Und dann schlafen hoffentlich alle drei... Was hast du vor? Wutanfall bekommen. Der Karl, der kleine Wüterich. Ja, statt Wutanfall solltest du einfach schlafen gehen. Wäre das Beste. So, schlaf gut. So, und dann schlafen hoffentlich alle dreimal eine Weile. Wobei gleich kommt der Papa wieder heim, aber der kann dann auch pennen gehen. Der ist dann nämlich auch müde und dann schlafen hoffentlich alle mal durch. Was ja leider ganz oft nicht der Fall ist. So.
Papa ist da. Sehr gut, der kann vielleicht gerade noch die Rechnungen bezahlen, wenn er schon hier vorne ist. Rechnungen bezahlen. Das hat aber sehr, sehr knapp gereicht. Da muss die Mama aber morgen unbedingt nochmal ein paar Bilder malen. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Das können wir noch einpflanzen. Ich brauche ja noch was für die Beete, ne? So, du hast nichts im Inventar. Du hast das Tablet. Du auch das Tablet. So, hoffen wir mal, dass die jetzt einigermaßen durchschlafen. Dass wir jetzt... Papa ist wach. Warum? Angespannt. Braucht Vergnügen. Weil Spaß niedrig. Dann hätte ich eine Idee, wie ihr gerade Spaß kriegt, ihr zwei. Damit geht das ganz schnell. Und was kann man nachts um 4 oder kurz vor 5 Besseres machen, ne? Und ich freue mich schon, wenn aus den kleinen Kindern endlich Kinder werden, die sich dann zumindest selber am Kühlschrank versorgen können. Da wäre auch schon viel gewonnen. Oh, er braucht gerade seine Windel. Sie muss aufs Klo. Dann gehst du besser gerade mal aufs Töpfchen, meine Liebe. Bei dir ist zu spät. Und bei dir ist nicht nötig. Ja, ihn müssen wir dann nachher baden. Und, du bist wach? Zuschauen? Nein. Was du machen kannst, ist eher, ein Pop-Art-Gemälde malen. Dass wir wieder ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Wir haben nur noch 146 Simoleons. Das ist nur noch 46. Ah, und es ist trocken. Sehr schön. Dann kann die Wäsche auch trocknen. Es wird langsam Frühling. So, und dann kannst du hier mal jäten und alles mal bewässern. Vielleicht können wir das noch irgendwie retten. Achso, aber vorher sollten wir natürlich das verkaufen. Ja, richtig schön einfahren lassen. Läuft. So muss das sein. Bei dir alles so, weil du Spaß brauchst du noch. Wir bräuchten für dich noch ein Tablet auch, ne? Oder irgendwas. So, wie sieht's bei dir aus? Hygiene könnte besser sein. Papa kriegt langsam ein bisschen Hunger. Bei dir ist noch alles grün. Du brauchst halt Spaß und hättest gern Aufmerksamkeit. Ach, Aufmerksamkeit brauchen die, stimmt. So, hoffen wir, dass sie gleich fertig ist mit Malen. Zuschauen. Zuschauen ist gut. Bringt dir das irgendwas? Ne, du gehst spielen, ne? Auch gut. Mama muss das gerade noch fertig machen, dann kann sie dich vielleicht mal gerade baden. Dann können wir dem Karl ein bisschen Aufmerksamkeit widmen. Du wolltest doch spielen, meine Liebe.
Jetzt doch nicht. Ich will nur kurz warten, bis sie hier fertig ist. Kommen wir einfach mal ein bisschen. Oh. So, verkauf das gerade mal. Dann darfst du sie baden. Baden. Anschließend darfst du ihn baden. Baden. Warum hast du sie jetzt nicht gebadet? So, Papa ist einigermaßen wach. Der kann schon mal Essen kochen. Gourmet-Menü zubereiten. Oder wir machen das Hähnchen. So. Was ist eigentlich deine Essen zubereiten? Nur Essen zubereiten, okay. Dann können wir also normales kochen. Das geht dann auch noch. Also du badest sie gerade. Wie ist bei dir? Du brauchst ein bisschen Spaß, aber sonst alles okay. Ah. Ja, gucken wir, dass wir ein bisschen Simoleons noch reinkriegen. Dann darf Carla jetzt noch ein bisschen malen. Jetzt haben sie Level 8 erreicht, okay. Das waren doch gerade die... Ja, da will ich auch noch gucken. Da brauchen wir Hühner, brauchen wir noch. Hühner kaufen. 150 Simoleons. Viel Geld. Das ist doch das Windspiegel. So, Pfannkuchen werden gewendet. Die Soße wird flott umgerührt. Michel ist in seinem Element. Wird er die Gelegenheit beim Schopf packen und sich eingestehen, dass er kochen mag? Aber sicher doch. So, da war gleich nochmal los kochen. Ja, ist von mir aus erst was. Wie sieht's bei euch mit Essen aus? Du kriegst Hunger, du darfst mal hier runterkommen. So, dann tun wir das hier gerade mal runter. Habe ich das jetzt weggeworfen? Nee, Halleluja. Ich dachte gerade, ich hätte das weggeworfen. So, ein Gericht nehmen. Du. So, Carlos wird gerade gebadet. Machst du sehr gut, Carla. Handwerken willst du, okay. So. Ja, du kannst ja auch was zu essen holen. Sehr gut. Du malst von alleine. Das ist sehr schön. Hast du schon gut erkannt, dass wir wieder was brauchen. Räum das gerade mal auf und dann darfst du noch mal was kochen. Dann machen wir noch ein bisschen... Warum können wir das nicht machen? Benötigt Honig. Ach so, okay. Machen wir mal Algenrahmen. Veggie-Filet Wellington. Okay. Machen wir das. Dann machen wir das. Hast du dir was zu essen geholt? Ja, hast du. Glaube ich.
Ja, und sie ist. Sehr gut. Du kochst, du malst, das ist gut. Bei dir weiß ich gar noch, na, du bist Tantieme im Bericht, okay. Und in der Stadt findet ein Festival statt. So, du darfst dann vielleicht gerade mal noch ein bisschen mit ihr reden. Lustige Gesichter schneiden. Hoffen, dass deine Aufmerksamkeit sich dann ein bisschen erhöht. Was meinst denn du da? Ja, Hauptsache, es bringt ein bisschen Geld. Ich hätte das Meisterwerk ja gern behalten, aber das Geld brauchen wir einfach gerade. So, ich war gerade dabei, ich könnte. Aber ich möchte nicht allein. Nein, wir gehen nicht mit. Malkay. Traurig, weil braucht Vergnügen. Karl hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Das müssen wir unbedingt verkaufen. So, und wir könnten dich gerade auch mal baden. Exe neue Socks. Weil dann kriegen wir jetzt mal richtig Geld nochmal. Normal behalte ich Meisterwerke ja eigentlich ganz gerne, aber dazu müssen die finanziellen Voraussetzungen stimmen. Und ja. So, was ist bei dir? Bist du satt? Du bist satt, sehr gut. Du bist noch ein bisschen am Stinken. Du könntest gerade mal duschen gehen. Aber die Haushaltshilfe ist Gold wert, muss ich sagen. Da, das hat sie weggemacht. Die ist echt Gold wert. Oh, die Wassersprenger springen, ja. So. Du hast den Karl gebadet. Meister, ja, wollen wir. 1036 Simoleons. Halleluja. Das ist mega. So, du kannst ja gerade mal was zu... Achso, du musst aufs Töpfchen, ne? Hunger hast du auch. Dann iss erst was und dann gehen wir. Dann gehen wir, so, du könntest eigentlich auch gerade mal duschen, meine Liebe. Was hast du vor? Du willst mit Mama quatschen? Zuschauen? Okay. Das war aber ein schnelles Duschen. Das war aber ein richtig schnelles Duschen. So, du bist ansonsten soweit fit. Dann könntest du nochmal ein Gemälde malen, meine Liebe. Das wäre auch nicht verkehrt. So, Karl ist am Essen. Versucht es. Du bist am Schlafen. Du könntest dich auch richtig hinlegen, meine Liebe. Ist auch kein Fehler. Ganz und gar kein Fehler. Warum ist sie sauer? So, was machst du? Du fühlst dich unwohl. Wäsche ist noch nass. Sieht aus, als wäre alles fertig. Macht 95 Simoleons. Isst du jetzt was? Was hast du vor? Ach so, aufs Töpfchen. Okay. Aber essen solltest du auch. Wo ist denn das Essen hin? Gegessen hast du es definitiv nicht.
Ganz definitiv nicht. So, der Papa hat doch frei jetzt, glaube ich, ne? 4 Tage bis zur Arbeit. Halleluja. Das ist sehr gut. Dann kann die Mama vielleicht mal... Carla hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Carla, du bist spitze. Weißt du das? Das behalten wir. Das gefällt mir. Im Inventar platzieren. Das behalten wir definitiv. Jetzt gerade mal gucken, wo wir das hinmachen können. Da könnten wir das hinhängen. Meisterwerk. Passt nicht. So irgendwie. Machen wir das dahin und dann verkaufen wir das hier. Das will ich nicht ansehen. Entschuldigung. Ich war im falschen Modus. So. Halleluja. Dann könnten wir jetzt aber tatsächlich mal Hühner holen. Dass wir da mal... Achso, Carla kann jetzt noch ein bisschen... Kann einmal mit den Kindern spielen. Der Karl braucht noch was zu essen. Mittagessen servieren. Nee, das wollen wir nicht. Mehr Auswahl. Essen nehmen für Karl. So. Ach so, der kriegt solche Sachen. Schinken-Käse-Sandwich. So, wo ist denn der Karl eigentlich? Da bist du. Okay, du hast nämlich noch Hunger. Ich finde das süß, wenn die da so dran spielen. Das ist schon schön gemacht. Essen geben? Wo bist denn du? Kriegt er draußen serviert? Nee, kriegt er nicht draußen serviert. So, Essen. Aber erstmal rutschen, ne? Rutschen ist wichtiger. Dann kann eigentlich... Kannst du dich eigentlich mal richtig hinlegen? Du kannst mal hier noch ein bisschen jäten und bewässern. So. Was überlegst du? Traurig, weil... Wegen kaputten Puppen. Ach, das müssen wir noch reparieren. Stimmt. Karl hier absetzen. Jetzt aber schnell, meine Liebe. Ja, da müssen wir die Wege auch noch richtig machen. So gestalten, dass sie die auch nutzen. So, du kannst was essen, Karl. Da freue ich mich, wie gesagt, schon riesig drauf, wenn die älter sind. Wie lange dauert das bei dir noch? 17 Tage, das ist schon noch ein bisschen hin. Es sind noch über 3 Ingame-Wochen. Aber Hauptsache, er isst. So, Hunger ist weg, dann darfst du gerade mal rauslassen. Reg dich doch nicht auf, weil er schmutzige Kleidung anhat. Okay.
willst denn du hin? Du sollst nicht da, du sollst ihn rauslassen. Mitchell. Vielen Dank. Ist doch nicht so schwer, oder? So. Kleinkind prüfen, liebevoll umarmen, dass der seine Aufmerksamkeit kriegt. Und ein bisschen Erziehung darfst du machen. So, was, du hast hier alles versorgt. Sehr gut. Können wir das ernten? Können wir auch ernten? Oh. Über Flauschigkeit reden. Können wir uns mit denen anrufen, anfreunden. Kontakt knüpfen. Nach Leben als Hasen tätscheln. Nach Leben als Hase fragen. So, wie geht's dir? Ach, du schläfst, genau. Traurig, weil... braucht Spaß. Dann darfst du nochmal... bisschen noch mit ihm spielen, ne? Mehr Auswahl... Essen geben, ne? Lustig. Freundlich. Ich kann mal irgendwie mit den Kindern spielen. Sprechen beibringen. Darfst du ein bisschen Sprechen beibringen? Aber wie? Tag verschönern. Kleinkind überprüfen. Wie spielt er denn mit dem? Das ging doch auch irgendwie. Mehr Auswahl, Aktionen. Mehr Auswahl. Nach anderem Sim fragen, Geschichte erzählen. Können wir ja auch. So, gerade mal einen Schluck trinken müssen. Ich brauche immer noch mehr Spaß. Hilfe? Lustig. Unfug reden. Bringt das Spaß? Spaß. Spiele mit Spielsachen, schau dir Bücher an oder spiele ein Spiel auf dem Tablet. Ach so. Vielleicht können wir ja ein bisschen baden draußen, ne? Bitten, in Planschbecken zu gehen. So, was machst du? Du bist am PC. Oh, was war das jetzt gerade? Kleinkind überprüfen. Du willst sie schlafen legen? Okay, das ist... ist okay. Wie sieht's bei dir aus? Alles gut. Bei dir ist soweit Energie ein bisschen niedrig. Ich wollte wegen Hühnern gucken, ne? Hoppala. So war das nicht gedacht. Oh, und ich sehe, die Zeit ist schon wieder um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.